Hallihallo meine lieben Freunde, ich bin's mal wieder, euer Luzi, und ich bin heute mal wieder im allerhintersten Eckchen unseres Keduma Puppenfunduses. Und auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Schatz für euch entdeckt, und zwar die Urversion von unserer Geschichte Der letzte Gepardenbär. Die Geschichte wurde 2004 das allererste Mal uraufgeführt in Oberhausen auf der Burg Fondern, und 2005 gab es dann die allererste Verfilmung. Und diese Verfilmung, die können wir euch heute nach 15 Jahren, nach digitaler Restaurierung und so weiter und so fort, endlich präsentieren, endlich zeigen, auch mit Figuren, die heute gar nicht mehr existieren, mit Hintergründen, die nicht mehr vorhanden sind, mit Requisiten, die schon längst in Vergessenheit geraten sind, und so weiter und so weiter. Doch bevor dieser Keduma-Schatz das Licht der Welt nach 15 Jahren wieder erblickt, schauen wir uns doch einmal kurz eine Szene aus diesem Video an. Natürlich unbearbeitet mit der Originalstimme von unserem Chef Suit James aus dem Jahre 2005, damit ihr für den Film gleich einen schönen Vergleich habt. Hier also ein kleiner Ausschnitt. Viel Spaß dabei und bis gleich. Wer bist du denn? Ich bin Draco Draconis, der Drache. Aha, und was willst du von mir? Ich hab gehört, wie sehr traurig du bist und empfinde Mitleid mit dir. Und das ist aber sehr nett von dir. Hey, das mag ich nicht. Weißt du, ich kenne deinen, der dein Freund sein möchte. Wirklich? Toll, toll, toll! Und, wo ist der? Das wollte ich dir jetzt zeigen. Kommst du mit? Wohin? Etwa aus dem Paradies raus? Ja, aber nicht weit von hier ist eine alte Ruine. Und da wartet er auf dich. Wer? Ja, der dein Freund werden will. Das war der Ausschnitt vom unbearbeiteten Rohmaterial von Der letzte Gepardenbär aus dem Jahre 2005. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei dem bearbeiteten Material dieses Films, und dann könnt ihr ordentlich Vergleiche ziehen. Und im Anschluss daran kann ich euch nur die Neuverfilmung dieser Geschichte empfehlen, Der letzte Gepardenbär, der hier auf unserem Kanal als Film auch zu finden ist. Da könnt ihr dann noch mehr vergleichen. Dabei auch ganz, ganz viel Spaß. Wir sind sehr stolz, euch diesen Keduma-Schatz nach 15 Jahren endlich komplett präsentieren zu können. Zuletzt vor ein paar Jahren, als wir die Neuverfilmung euch präsentieren konnten, waren wir schon glücklich, euch einen kurzen Ausschnitt zu zeigen. Danach war das Material, was vorhanden war, des Originals leider nicht mehr bearbeitungstauglich. Es ist leider kaputt gegangen. Wir waren froh, dass wir im letzten Moment überhaupt noch etwas retten konnten, und haben gar nicht mehr gewusst, dass eine Kopie von diesem Material existiert, was wir ja jetzt hier gefunden haben und euch endlich dieses Filmchen zeigen können. Also da steckt schon eine ganze Menge Keduma-Historie hinter. Genießt diesen Schatz mit mir und viel Spaß bei Der letzte Gepardenbär, die Urversion von 2005.
Ja, hallo. Die meisten werden mich ja wohl schon kennen. Ich bin's, der Udo. Aber es macht ja wohl keinem was aus, wenn ich hier so ein bisschen über die Geschichte erzähle, ne? Der Geparden hier, dieser hier, der ist sehr, sehr traurig. Denn im Paradies Gottes hat ja jeder so einen Partner oder eine Partnerin. Nur er halt nicht. Und der liebe Gott wollte ihm ja eine Partnerin machen, aber da hatte der siebte Tag angefangen und der siebte Tag ist ja der Ruhetag und da muss man sich halt ausruhen und deshalb ging das nicht. Und diese gemeine Gemeinheit hat die gemeine Schlange mit dem gemeinen Drachen ganz gemein ausgenutzt. Und wie diese verrückte Geschichte jetzt weitergeht, das sehen Sie jetzt in Der letzte Gepardenbär. Hold Riordan, meine Fans. Und immer dran denken. Keine Panik auf der Titanic. Oh, ich bin so traurig. Jeder hier im Paradies hat einen Partner oder eine Partnerin. Nur ich nicht. Ich bin schon alleine und habe keinen einzigen Freund. Was soll ich bloß machen? Guten Tag. Wer bist du denn? Ich bin Draco Draconis, der Drache, und habe gehört, wie traurig du bist und empfinde Mitleid mit dir. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Hey, das mag ich nicht. Du, aber ich kenne da jemanden, der dein Freund sein möchte. Dann musst du auch nicht mehr alleine sein. Oh, das ist ja toll. Etwa du? Nein, ich meine ja auch, aber noch ein anderer. Und zwar die Schlange. Die Schlange? Oh je. Ja, alles gut. Sie möchte dein Freund sein. Gib ihr doch eine Chance. Ich weiß nicht. Ja, dann komm doch erstmal mit. Mit? Wohin? Etwa aus dem Paradies raus? Ja, natürlich. Hier in der Nähe ist eine alte Ruine und da wartet sie auf dich. Wer? Die Schlange. Jetzt komm mit. Oh je, also ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Aber naja, gut, wenn sie mein Freund sein will, dann will ich es wagen. Ich soll zwar nie aus dem Paradies raus, aber ich möchte so gerne einen Freund haben. Dann wag ich's mal. Also, ich bin ja ehrlich, ich weiß nicht so ganz, was ich von dieser ganzen Sache mit der Schlange halten soll, aber neugierig bin ich schon. Vogli, wo bist du? Komm herbei, Vogli. Ja, da bin ich schon. Was gibt es, Gott? Vogli, hast du das gerade gesehen? Unser Gepardenbär ist einfach mit einem fremden Drachen mitgegangen. Oh ja, das habe ich gesehen. Ich bin ja richtig vom Glauben abgefallen. Entschuldigung, nichts gegen dich. Was soll ich jetzt machen? Ich möchte, dass du auf ihn aufpasst. Aber er soll es erstmal nicht merken. Halt nur ein Auge auf ihn, ja? Alles klar, lieber Gott. Wird gemacht. Dann bis später mal. Und keine Sorge. Ich werde gut auf den Gepardenbär aufpassen. Es ist ja schließlich unser letzter. Nun, genau genommen ist es eigentlich der erste. Ja, aber bis jetzt der erste und gleichzeitig letzte. Aber ist okay. Du bist allwissend. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg zur Ruine. Dann bis später mal. Bis später, lieber Vogeli. Und viel Glück. Und wo müssen wir jetzt lang? Ja, immer weiter, immer weiter. Wir sind gleich da. Da drüben aufpassen, da geht's runter.
So, ganz steil runter. So, und jetzt einmal hüpfen. Hier runter? Ja. Hui. So, und das ist hier die Ruine? Genau. Und hier wartest du. Ich hole jetzt die Schlange. Mein Freund. Und du bleibst schön hier und wartest. Verstanden? Okay. Schlange, er ist da. Gut. Dann werde ich jetzt zu ihm gehen. Danke. Hallo, lieber Gepardenbär. Zu Hilfe! Bleib ruhig, mein Freund. Ich will dir doch nichts tun. Weißt du, ich bin auch alleine. Und du bist alleine. Und wir könnten doch Freunde werden, meinst du nicht? Also, ich bin mir nicht so sicher. Mein Lieber, wer hat denn dafür gesorgt, dass du alleine bist? Und wer müsste dein Freund sein? Du siehst, nichts ist so, wie es am Anfang immer scheint auf den ersten Blick. Doch ich weiß nicht so recht, ob ich dir vertrauen kann. Schließlich kenne ich dich ja noch gar nicht so gut. Ja, natürlich kannst du mir vertrauen. Sicher? Ja. Wir werden sehen. Nun, wenn du wirklich ehrlich bist, dann wirst du doch wohl eine kleine Aufgabe lösen können. Ja, und welche? Morgen wirst du ins Dorf gehen, was hier in der Nähe ist, und die Stadtsparkasse ausrauben. Ausrauben? Aber das ist doch verboten. Ja, wenn dir unsere Freundschaft so unwichtig ist und du lieber alleine sein willst. Nee. Okay. Und dann bis morgen. Nein. Du bleibst hier an der Ruine, schläfst dich aus und so habe ich dich auch besser im Blick. Falls mal was sein sollte, natürlich. Dann gute Nacht und bis morgen. Du wirst alleine hingehen müssen und es machen. Ich vertraue auf dich. Oh, alles klar. Oi. Morgen die Sparkasse ausschrauben? Na gut, wenn's sein muss. Aber jetzt bin ich müde. Gute Nacht. Oh, Junge. Das war ja was gestern Abend an der Ruine. Oi. Ja, hoffentlich merkt der Gepardenbär gleich noch im letzten Moment, dass das, was er machen soll, verkehrt ist und lässt da die Finger von, bevor der irgendeine Dummheit begeht, die er am Ende noch bereuen wird. Na, ich soll mich ja nicht einmischen, sondern nur beobachten. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde da drüben in einen der Bäume fliegen und alles ganz genau beobachten, damit ich später Bericht erstatten kann bei Gott. So, da bin ich jetzt im Dorf. Oh, schön ist das hier. Hey, und ein kleiner Frosch. Wie süß. Hey. Na gut. Dann schaue ich mal. Ah, da drüben, da ist die Stadtsparkasse. Ja.
Ich weiß, man soll nicht stehlen, aber es geht ja hier um Freundschaft. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte bitte einmal gerne das ganze Geld der Sparkasse. Bitte was? Ja, jetzt geben Sie schon her. Hey, 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 was soll das? Stellen Sie sich nicht so an. Der Stoff hat doch genug Geld, oder nicht? Auf Wiedersehen. So, das war ja einfach. Tralalala. Polizei, Hilfe. Polizei. Was, Polizei? Wo? Ja, hier kommt die Polente da. Das geht ja aber nicht da. Wir sind ja nicht bei keine Knete ohne Fete, mein Freund, ne? Wir sind ja ein anständiges Dorf. Und ich lasse nicht zu, dass hier was Unanständiges passiert. Schon gar nicht durch einen, der hier gar nicht ins Dorf gehört, da. So, und jetzt erstmal ab ins Gefängnis. Wie? Sind Sie etwa Polizist? Wo ist denn Ihre Uniform? Ah, die brauche ich nicht. Ich bin heute zivil im Einsatz. Ach so. Ja, so ist das. Und du kommst jetzt schön mit. Das gibt bestimmt schöne 3 bis 5 Jahre hinter schwedischen Gardinen. Och nö. Oh jemini mini. Was hat der Gepardenbär da bloß angestellt? Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich fällt mir was ein, um den Gepardenbär schnell wieder aus dem Gefängnis zu holen. So, jetzt mal rein mit dir in die Zelle, gell? Hehehe. Oh, so ein Mist. Und wann gibt es was zu essen? Mal schauen, vielleicht heute Abend. Wenn du dich benimmst, dann kriegst du 3 Scheiben Brot. Und wenn du ganz lieb bist, vielleicht auch noch ein Klecks Marmelade drauf. Lecker Erdbeermarmelitschka, ne? So. Und jetzt bleibst du erstmal hier drin und denkst über deine Fehler nach. Aber bitte nicht die Tür zumachen. Ja, das muss ich aber. Ich muss die sogar abschließen, sonst könntest du ja abhauen, ne? Och, Mann, oh. Das ist alles so schlimm. Aber ich bin es ja auch selber schuld. Was habe ich mich auf die Schlange eingelassen und auf den Drachen? Hallo. Oh, Vogli? Du bist doch der Vogel aus dem Paradies, oder? Ganz genau. Und du bist der Gepardenbär. Ja. Und du hast was ganz, ganz Dummes gemacht. Ja. Ja, das weiß ich. Und ich bereue alles. Und das alles nur, weil ich Freunde haben wollte. Nichts habe ich bekommen. Weder Freunde noch eine Partnerin. Ja, bleib entspannt. Ein Freund hast du auf jeden Fall. Und zwar mich. Und der liebe Gott, der wollte dir eine Partnerin machen. Aber da hatte der 7. Tag angefangen. Und der 7. Tag ist ja der Ruhetag. Da muss auch Gott sich ausruhen. Und er hätte dir dann am 8. Tag eine Partnerin gemacht. Was? Jetzt wirklich? Ja, natürlich. Gott lässt dich doch nicht im Stich. Niemanden lässt er im Stich. Und ganz besonders nicht dich, denn du bist ja was Besonderes. Ja, aber weißt du, was ich noch bin? Na was? Ja, im Knast. Im Kitchen. Ja, das stimmt allerdings. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir dich rauskriegen. Also das kleine Mauseloch hier, durch was ich gekrochen bin in der Wand, ne? Das ist ja groß genug für mich. Aber da passt du nun mal nicht durch. Aber du hast Glück, dass das Gefängnis hier so baufällig ist.
Wenn du dich ein bisschen gegen die Zellentür drücken würdest, dann bin ich sicher, dass die Tür aufgeht und dann haust du ganz schnell ab. Weiß doch eh keiner, wo du wohnst. Und wir treffen uns dann später an der Ruine. Ich hab da eine Idee. Okay, gut, dann versuche ich das. Ich gleich. Er ist schon mal draußen. Schon. Ich versuche jetzt auch. Hau, ruck, Schipper, jetzt schnell raus und ab zur Ruine. So, Vogli, aber eins musst du mir jetzt erklären. Was sollen wir hier? Ja, warte, warte. Wir verstecken uns da oben auf den Dachbalken der Ruine und dann warten wir einfach mal ab, was passiert, wenn die Schlange und der Drache hier hinkommen. Denn Gott sieht alles. Also, ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was du mir sagen willst, aber ich lasse mich mal überraschen. Und der Gepardenbär ist wirklich jetzt im Gefängnis? Ja, wenn ich es dir doch sage. Ich war ganz in der Nähe, hab so ein bisschen spioniert und habe es gesehen. Einen Unschuldigen gutmütigen ins Gefängnis bringen. Wunderbar. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Draco. Schlange! Drache! Oh oh, das hört sich aber nicht gut an. Wisst ihr, wer hier spricht? Ja, Gott! Was willst du hier? Die Ruine ist schließlich meine Behausung. Ich weiß, was ihr Schlimmes getan habt. Und dafür muss ich euch nun strafen. Ihr dürft nie wieder hier an der Ruine leben. Ihr kommt dahin, wo ihr hingehört, und zwar in die Hölle. Ein für alle Mal. Das wird euch hoffentlich eine Lehre sein. Nein! Nein, bitte, bitte, bitte nicht. Hab Erbarmen. Ja, genau. Wir tun's auch nur noch ein paar Mal. Ich meine nie wieder oder so. Weg mit euch in die Verbannung. Nein, nein, das kannst du doch nicht tun. Bitte, es war alles die Idee der Schlange. Was war das? Das ist eine Lüge, eine gemeine. Das war alles deine Idee und ist deine Schuld. Du bist eine Flachpfeife, bist du. Na warte, wenn wir uns in der Hölle wieder treffen, dann ist für dich doppelt und dreifach Hölle, weil dann wirst du meinen Zorn zu spüren bekommen. Nein, nein, das will ich nicht. Für alle Ewigkeit mit dieser Schlange in der Hölle? Nein, nicht! Ah, ich will nicht! Los, geht mir aus den Augen und ab in die Hölle! Nein, nein! Nein, warte, ich will auch nicht! Halt, stopp, ich will hier bleiben! So ein Mist aber auch! So, und nun zu Vogli und dem Gepardenbär. Kommt her. Na super, da seid ihr ja.
Also, Gepardenbär, es tut mir sehr leid, dass das jetzt falsch rüberkam. Aber ich will dir ja eine Partnerin machen. Ja, das weiß ich mittlerweile. War ja auch irgendwo ein dummer Fehler von mir. Ich hätte ja auch mal nachfragen oder warten können. Ja, dann ist ja jetzt alles wieder in Butter, oder? Dann können wir ja jetzt wieder alle ins Paradies und uns noch einen schönen Nachmittag machen, wa? Ja, da wäre ich auch für. Ab nach Hause, denn da ist es am schönsten. So, jetzt ist die Geschichte ja eigentlich aus. Aber es kommt noch was Kleines. Denn der liebe Gott hat sich am selben Tag noch dran gesetzt und dem letzten Gepardenbär eine Partnerin gemacht, damit er nicht mehr so alleine ist. Und hier ist sie, die Gepardenbärin. Hallo. Ja, hallo Gepardenbärin. Schön, dass du dich auch mal kurz zeigst. Ja, ne, finde ich auch. Du, aber sag mal, wo ist denn mein Schatzi? Dein Schatzi? Ach so, der Gepardenbär, ja, der ist schon im Paradies. Oh, dann bin ich da jetzt auch weg. Tschüss. Na gut. Ja, das war's. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.